Kann man eine Präsentation zeigen und diese währenddessen live bearbeiten? Ja, das geht und zwar ganz einfach. Hier haben wir zum Beispiel eine SWOT-Analyse, die wir während einer Präsentation gemeinsam mit unseren Teilnehmenden befüllen wollen. Und danach wollen wir ein bestimmtes Projekt bewerten, sprich wir fragen die einzelnen Teilnehmenden nach ihrer Bewertung und können dann den Balken hier jeweils hochziehen. Das wollen wir aber nicht im Bearbeitungsmodus von PowerPoint machen, sondern während der Präsentation. Das heißt, wir gehen in den Präsentationsmodus und jetzt wollen wir, dass die Teilnehmenden genau das sehen und die Änderungen, die wir jeweils vornehmen. Und das geht ganz einfach. Wir müssen die Bildschirmpräsentation laufen lassen und parallel die PowerPoint, die dahinter liegt, öffnen. Also hier diese Datei. Die mache ich jetzt mal kleiner, um das zu illustrieren. Jetzt haben wir hier die einzelnen Punkte, die auch im Präsentationsmodus gezeigt werden. Jetzt fragen wir zum Beispiel Peter, okay, wie bewertest du Projekt XY? Peter sagt 6. Dann ziehen wir einfach den Balken nach hier oben und sobald wir die Maus loslassen, zeigt sich die Änderung auch im Präsentationsmodus. Das heißt, wenn wir auch auf die SWOT-Analyse gehen und hier zum Beispiel unsere Teilnehmenden fragen wollen, okay, was habt ihr hier für Strengths, Weaknesses und so weiter identifiziert, können wir einfach im Hintergrund die jeweilige Präsentation öffnen, gehen auf Folie 1 und geben das ein, was die Teilnehmenden jeweils sagen. Punkt 1, Punkt 2 und achtet mal auf die Präsentation im Hintergrund, dort ändert sich genau das, was ich hier zeige. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Teilnehmenden diesen Bereich gar nicht sehen sollen, also hier das, was wir hier ändern. Sprich, wir gehen einfach mal davon aus, dass wir zwei Bildschirme benutzen. Sprich, das ist das, was ich zum Beispiel auf meinem Laptop sehe und meine Teilnehmenden sehen nur das hier. Das heißt, auf den Bildschirm, den nur ich sehe, öffne ich die jeweilige Präsentation, ziehe sie hier rüber und kann jetzt genau hier weiterarbeiten und kann jetzt die Teilnehmenden fragen, okay, was habt ihr für Weaknesses identifiziert und können die Antworten dann mitschreiben. Genial, oder? So einfach kann es sein. Probiert es mal aus und lasst mich gerne wissen, ob es bei eurer Präsentation auch funktioniert. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Probleme in Bezug auf PowerPoint und Präsentationen habt. Also, ich freue mich auf euren Input und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, dein Ralf.